Ja, hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Dieses Video werde ich euch über werde ich euch meine Kliniktasche zeigen, was ich alles reingepackt habe. Und ein Schwangerschaftsupdate da lassen. Das heißt, es wird ein längeres Video, also macht euch einen Kaffee, chillt euch ins Bett und schaut YouTube. Also, ich fange mal an mit der Kliniktasche vorab, was ich dazu sagen muss. Ist, wie manche sicher von euch wissen, ist, dass ich länger im Krankenhaus bleibe als normale Entbindende. Sondern normal, wenn man ja mal sein Kind bekommt, sagt man immer, man bleibt 3 Tage dort und dann wird man entlassen. Bei mir ist ja so, durch die Fehlbildung meiner Kleinen und dass sie operiert wird, muss ich mindestens 1 Woche im Krankenhaus bleiben, kann aber auch 3 Wochen werden. Also es kommt darauf an, wie die Kleine, wie es ihr geht, wann sie auf die Welt kommt, was für ein Geburtsgewicht und so weiter wegen der OP alles. Deswegen habe ich mich so ein bisschen auf 3 Wochen eingestellt. Deswegen habe ich auch ein paar Sachen eingepackt, die man normalerweise, glaube ich, nicht einpacken würde, wenn man in die Klinik geht. Vorab, ich habe, das sage ich euch auch gleich am Anfang, was ich jetzt nicht euch zeigen werde, was ich auch noch nicht eingepackt habe, sind so Sachen wie Föhn und Schminke. Ja, manche denken sich, für was brauchst du Schminke, aber ich will mich auch ein bisschen hübsch fühlen oder ein bisschen schick machen oder schön fühlen, wenn ich Besuch bekomme. Und ich nehme auch nur Foundation, Puder und Wimperntusche mit, mehr auch nicht. Da wird jetzt kein komplettes Make-up-Tutorial gedreht. Deswegen einfach nur so ein bisschen, um mich frisch zu machen. Und die Make-up-Sachen, die kaufe ich nämlich nächste Woche erst noch, weil ich ja quasi alles doppelt kaufe dann, damit ich trotzdem hier mein Zeug trotzdem habe. Aber wenn es losgeht, ich schon alles in der Tasche habe. Außer halt Föhn. Und Bürste und sowas, das tue ich dann alles noch schnell reinschmeißen, wenn es losgehen sollte. Zur Not tut meine Mama mir das nachbringen. Genauso wie meine Geburtsurkunde, die ist in meiner Handtasche schon. In meiner Handtasche ist mein Mutterpass und mein Krankenkassenkarte und alles. Also alle Dokumente, die ich brauche, sind generell in meiner Handtasche. Die schnappe ich mir dann auch einfach nur so und dann geht's los. Was auch noch fehlt, ist... mir fehlen Socken. Ich muss noch Socken kaufen, ist mir eingefallen. Das muss ich noch, kommt auch noch später rein. Und Ladekabel, Handy und ich meine Kamera und sowas, das sind halt alle Sachen, die werden dann erst mitgenommen, wenn es soweit los ist. Also wenn es losgeht. Handtuch überlege ich noch, ob ich einpacken soll oder nicht. Ich bin zwar 3 Wochen da, aber ich glaube, es gibt dort auch Handtücher, deswegen. Aber mal gucken, vielleicht nehme ich einfach trotzdem Handtuch mit. Ja, auf jeden Fall, dann fange ich mal an und zeige euch, was in meiner Kliniktasche ist. Ich habe auf jeden Fall, ich versuche mal, euch das zu zeigen. Das ist meine Kliniktasche. Ist das so eine Reisetasche. Und ja, die ist auf jeden Fall zum Ziehen, also als Rollkoffer auch, dass ich sie selber auch ziehen kann, falls was sein sollte. Aber ja, dann fangen wir mal an. Ich fange mal an mit der ersten Tasche. Und zwar, das ist das. Das ist meine Wickeltasche, also die Wickeltasche von meiner kleinen Maus. Und die ist zwar die ganze Zeit dort. Und ich weiß nicht, wie lange sie zum Beispiel jetzt in diesem Brutkasten ist. Aber ich weiß, dass zumindest Klamotten gibt es dort. Die werden gestellt von dort, deswegen nehme ich jetzt nicht meine eigene mit. Nur ihr erstes Outfit habe ich dabei. Da zeige ich euch gerade, also was heißt erstes Outfit? Ich habe auch so nochmal ein Strickjäckchen extra oder so. Aber sie hat dort ihre Klamotten gestellt, bekommt ihre Klamotten dort gestellt. Und eigentlich ist denn hier nur die Klamotten drin, die sie dann anzieht, wenn sie rausgeht. Oder falls auf dem Weg vom Krankenhaus dann nach Hause sie sich halt einsauen sollte, dass ich nochmal was zum Wechseln habe. Auf jeden Fall kriegt sie an für den Maxi-Cosi diesen kleinen süßen Overall. Ja, mit Minimaus. Genau. Das, ich habe hier noch einen Schlafanzug für die Kleinen dabei. Der ist so mit Wolken und Sternen. Also ich habe den jetzt gerade schön zusammengelegt, deswegen. Ja, dann habe ich hier noch einen Pulli dabei mit Herzchen. Genau, der ist von H&M, soweit ich weiß. Das, der Sternendings war von C&A. Ein Spucktuch habe ich dabei für den Nachhauseweg. Das ist eine Strickjacke, die ist vom Lidl. Genau. Dann habe ich einmal ein paar dicke Socken und da steht I Love Mama drauf. Und hier habe ich einmal eine Leggings, eine Strumpfhose, 2 Wickelbodies,
ein Mützchen, weil die Kleinen kühlen ja schon am Kopf aus. Deswegen einmal Handschuhchen für die Kleine, weil die haben ja Fingernägel. Und damit sie sich selber nicht im Gesicht verletzen kann, gibt es Handschuhchen und nochmal dünne Socken. Je nachdem, was für ein Tag das ist, was sie anzieht. Also was sie angezogen bekommt. Genau. Danach habe ich trotzdem einmal Pampers Feuchttücher dabei. Für mich meine Brustwarzenreinigungstücher. Ich weiß nicht, wie das halt gehandhabt wird dort im Krankenhaus. Deswegen nehme ich lieber ein bisschen zu viel mit als zu wenig. Genau. Dann habe ich hier, sieht aus wie so eine Nintendo-Box, finde ich. Ich zeige euch das aber mal. Das ist für die kleine Maus. Und zwar, ich bin ja länger dort. Ich weiß, ich bin im Krankenhaus. Die müssten alles da haben. Aber ich bin ja 3 Wochen da. Ich wohne, also ich sag jetzt mal, wenn ich 3 Wochen da sein sollte, wohne ich ja sozusagen dort. Und ich habe keine Lust, wegen jedem Scheiß die Hebamme immer zu rufen, weil ich irgendwas brauche oder sonst irgendwas. Sondern würde das dann auch gerne selbstständig machen. Deswegen habe ich hier so ein Set. Hier ist eine Bürste, ein Kamm, Nagelschere, Nagelknipser, Nagelfeile, Fieberthermometer, Nasensauger und das ist, glaube ich, für das Zahn oder so. Auf jeden Fall habe ich so ein Set dabei, falls irgendwas sein sollte, dass ich direkt Fieber messen kann oder direkt, wenn sie Schnupfen hat, irgendwas ist oder ihr die Nägel schneiden kann, wenn ihre Fingernägel doch zu lang sein sollten. Genau. Dann habe ich hier einmal eine Schnullerbox mit einem kleinen Schnuller drin, eine Schnullerkette und nochmal ein Schnuller. Genau. Man weiß ja nie, ich will ihr nicht sofort einen Schnuller im Mund stecken, aber ja, kommt drauf an, wie sie halt drauf ist. Sie wird halt am Anfang ziemlich leiden, deswegen denke ich, ein Schnuller ist bei ihr, kommt vielleicht ganz gut hin. Dann habe ich hier meine ganzen Multimam-Kompressen und eine Brustwarzensalbe. Ich glaube, ihr denkt an, ich habe sie nicht mal alle, weil ich eh im Krankenhaus bin, die alles dort haben. Aber lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. So, jetzt stecke ich das hier wieder alles rein. Genau, dann kommen wir erstmal zur nächsten Tasche. Und zwar mein Kulturbeutel. Hier sind alles meine Kosmetiksachen, die ich mitnehme. Ja, da fangen wir mal an. Hier habe ich einmal Shampoo. Ich habe es schon direkt eingepackt in Tüten, damit es mir nicht ausläuft. Spülung. Rasiergel. Duschgel. Genau. Dann habe ich dabei sensitiv ultra feuchtes Toilettenpapier. Also ohne Parfüme und ohne Farbstoffe und alles mögliche, weil ich denke mir, wenn da unten alles aufreißt und das Krankenhaustoilettenpapier ist ja jetzt nicht gerade das sanfteste, denke ich mir, sind feuchte Tücher eigentlich ganz praktisch. Vor allem kriegt man dann, auch wenn es jetzt ekelhaft klingt, das Blut besser ab. Und ich wollte mich eigentlich, wenn ich jetzt daheim gewesen wäre, dann immer so danach kurz abduschen, weil es halt höchst infektiös ist, dieser Wochenfluss, den man nach der Geburt hat. Ich weiß nicht, wie es halt da halt ist mit Bad und Toilette und so und ob ich mir das Zimmer mit jemandem teile oder nicht. Deswegen habe ich noch feuchtes Toilettenpapier dabei. Das ist, glaube ich, einfach angenehmer. Ich habe eine Zahnbürste, die einklappbar ist, also so eine Reisezahnbürste. Habe einmal ein Labello für trockene Lippen. Haargummis dürfen nicht fehlen. Einmal eine von Balea, eine Tagescreme. Dann ein Deo-Roller. Ich mag eigentlich keine Deo-Roller. Ohne Aluminiumsalz ist der übrigens. Aber ich dachte mir, wenn ich mir mit jemandem ein Zimmer teile und da mein Deo rumsprühe und ich weiß nicht, ob der Asthma hat oder ob die den Duft nicht mag und so, deswegen dachte ich mir, wäre das schon praktischer, einen Deo-Roller zu verwenden. Auch für das Kleine, also für meine kleine Maus. Ich will das selber für mich auch gut riechen, aber ich will es nicht übertreiben, dass die Kleine denkt so, oh mein Gott, meine Mutter riecht nach Granatapfel, aber die weiß nicht, wie ihre eigene Mama riecht. Deswegen, genau, Deo-Roller, einmal noch eine Haarkur, weil wie ihr wisst, also so eine Sprüh-Duo-Effektpflege von Fruchtis, weil meine Haare sind ja Extensions und die muss ich immer besonders pflegen. Genau, dann habe ich noch einmal ein Micellenreinigungswasser von Garnier, also für mein, wenn ich mal Make-up entferne oder generell einfach zum Saubermachen, Zahnpasta. Und nochmal Einwegrasierer. Genau, ich weiß nicht, wie es aussieht, aber da ich jetzt weil vielleicht 3 Wochen bin, würde ich mich schon gerne mal rasieren. So, das ist dann mein Kosmetikbeutel.
Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, ihr habt gerade alle gesehen, wie ich gestolpert bin. Ich bin so dumm und so tollpatschig. Ich bin mit meinem Fußzeh an meiner Reisetasche hängen geblieben. Ich weiß nicht wo, ich will es auch gar nicht wissen. Oh, tut einfach nur höllisch weh. Ich blende euch jetzt mal, also für die, die sich dafür ekeln oder sowas nicht sehen können. Ich blende euch jetzt, dann schaut mal bitte weiter, überspringt mal kurz und macht mal kurz die Augen zu, denn ich blende euch jetzt mal ein Bild ein, wie mein Fußzeh aussieht. Das war direkt, nachdem ich hier gestolpert bin, ein bisschen geheult habe, habe ich davon ein Foto gemacht und da sah er schon so aus. Ich will gar nicht wissen, wie er in den nächsten 2 Tagen aussieht. Ich habe Schmerzen, ihr glaubt echt nicht. Ihr glaubt nicht, wie dumm ich mich fühle, gell? Wie kann man so blöd sein? Vor allem, eigentlich wollte ich über dieses Arztthema erst später im Schwangerschaftsupdate berichten, aber ich sag euch jetzt trotzdem mit Teil. Und zwar, ich war nämlich beim Zahnarzt auch und habe mich halt so über die Zahnschmerzen beschwert. Und dann kamen wir noch so aufs Gespräch von wegen, ja, umso näher der Schmerz am Kopf ist, umso intensiver ist er. Und dann hat noch meine Mutter zu einer Freundin, die auch der Sprechstundenhilfin ist, gesagt, also die ja auch Zahnarzthelferin ist oder so, gesagt, ja, wenn der Schmerz am Fuß ist, tut er nicht so wie am Zahn, weil er ja am Kopf ist. Und ich so, ja, ich hatte noch nichts am Fuß. Weiß ich nicht, wie sich das anfühlt, gell? Ja. Wann war ich beim Zahnarzt? Ich glaube, gestern. Ja, und was ist heute? Ich habe mir meinen Fuß angehauen. Aber richtig böse. Karma, Leute. Bitte sprecht nie über irgendetwas, was ihr denn nicht haben wollt. Naja, auf jeden Fall, ich versuche jetzt, also ich drehe jetzt gerade nach 2 Stunden oder so wieder weiter, weil ich erst mal eine Pause gebraucht habe. Das tat so weh. Und ich dann Wehen bekommen habe und ich mich dann ein bisschen beruhigen musste. Ich drehe auf jeden Fall jetzt weiter und zeige euch weiter, was in meiner Kliniktasche ist und mache dann das Schwangerschaftsupdate wie geplant. Also, ich habe dann noch hier vorne, das ist mein Entbindungshemd, was ich bei der Entbindung anziehen werde. Das ist so ein langes Hemd, hat eine Knopfleiste, damit man es dann auch schön aufmachen kann, damit mir die Kleine auf die Brust gelegt werden kann. Ist ein ganz weicher und angenehmer Stoff, also ist perfekt und bequem und halt auch lang, damit man halt nicht die ganze Zeit splitterfasernackt rumlaufen muss. Ich habe dann noch ein Hemd, das ist allerdings dann glaube ich eher für danach, auch so zum Stillen gedacht, ist auch ein bisschen länger, auch mit einer Knopfleiste, damit ich das einfacher aufkriege. Genau, dann, ich bin so ein Mensch, ich trage unter jedem Oberteil, fast wie so ein Unterhemd, ein Top. Aber so diese Spaghetti-Träger-Tops. Und ich trage die auch so als Oberteile, weil es einfach, also jetzt gerade auch in der Schwangerschaft und so, war es einfach angenehm und mir ist sehr warm die ganze Zeit. Und ich habe deswegen auch nur Oberteile eingepackt, also keine Oberteile, sondern nur diese Spaghetti-Träger-Tops. Ich glaube, ich habe die halt in mehreren Farben, in grün, in schwarz, in so grau, dann wieder so ein bisschen heller und dann wieder in schwarz und so und habe also dann noch 2 Stilltops. Also ich habe nur 2 Stilltops gekauft, weil die sind sau teuer. Also bitte, ich habe jetzt für 2 Stilltops 20 Euro bezahlt, wo ich für ein normales Top 2,50 Euro zahle bei Primark. Also okay, die Stilltops sind von H&M, wo ich mir denke, also bitte, ne, lasst es euch auch vergolden. Aber ich meine, so ein normales Top kannst du ja auch einfach schnell runterziehen, wenn du dann stillst. Und das ist halt für das Krankenhaus. Genau, achso, ich habe noch, oh, hier ist noch eins, noch ein gestreiftes. Genau, ein bisschen Busy-Farbe. Muss ja auch reinkommen. Dann habe ich Klopapier. Ihr denkt mir sicher, warum? Ja, wie bei den Feuchttüchern. Wenn es dann irgendwann mal so ein bisschen geht, ist halt Toilettenpapier von daheim, sagt man immer, weicher und angenehmer da unten rumzuschmieren, als wenn du das Toilettenpapier vom Krankenhaus nimmst. Das ist immer so hart und tut weh. Genau, dann habe ich hier, ich weiß, die haben auch im Krankenhaus welche, allerdings ja, mal gucken. Deswegen habe ich sie trotzdem sicher mal mitgenommen. Und zwar Stillhütchen, weil ich denke mir, meine Brustwarzen werden sicher sehr empfindlich sein und sehr leiden. Und deswegen sicher mal Stillhütchen wird vielleicht nimmt die Kleine dann auch besser die Brust an, falls sie nicht annehmen sollte. Genau, habe ich auf jeden Fall Stillhütchen. Und auch nochmal Stilleinlagen. Ich weiß, auch im Krankenhaus gibt es welche, aber
Habe jetzt einfach mal sicherheitshalber welche mitgenommen, falls mir die im Krankenhaus nicht so gefallen oder sonst irgendwas. Habe ich jetzt mal noch welche mitgenommen. Dann habe ich noch ein dickes Cardigan dabei. Das ist ein schwarzes, das ist vom Lidl. Das ist so ein ganz dicker, langer Wollcardigan. Falls es dann nochmal kalt ist und ich zu einer Untersuchung muss mit meinen Tops, dass ich dann noch ein Cardigan dabei habe. Ich nehme noch eins mit und wahrscheinlich auch noch so T-Shirts, aber die ziehe ich gerade im Moment auch an wegen der Schwangerschaft. Deswegen, wenn dann welche gewaschen sind und greifbar sind, tue ich sie noch einpacken. Zur Not bringt meine Mutter mir sie nach. Genau, dann zu Hosen, genauso Jogginghosen. Ich habe nicht so viele, deswegen wird meine Mutter mir die dann auch zur Not nachbringen, wenn ich welche brauche. Deswegen habe ich hier ganz einen Stapel Leggings gekauft. Ich trage so generell sehr viele Leggings. Ich habe die Leggings jetzt aber alle in eine Nummer größer geholt. Das ist jetzt Größe 38. Weil ich denke mir, wenn du diese Riesenbinden da anziehst und dann schon so einen Windelarsch hast, passt das nicht in der Hose. Also ich habe Leggings und Hosengröße eigentlich 36 gehabt. In der Schwangerschaft in der Jeans auch 36. Dann, also vor der Schwangerschaft. Ja, jetzt bin ich, also Leggings 36 passen mir noch, Jeans nicht. Deswegen habe ich jetzt 38er Leggings mitgenommen, damit der Popo mit der Binde, diese Windelbinden, die da haben, dass das dann gut da reinpasst und nicht so eng unten ist, weil ich denke mir, da ist eh alles unten, tut alles weh. Ja, dann habe ich noch, hier gibt es noch eine Tasche davor und zwar, ja, eigentlich geht es ja keinen an, was ich für Unterwäsche trage. Aber ich oute mich jetzt mal und sage es ganz ehrlich, mein Gott, das ist ein normales Thema. Ich bin Mensch, ich trage nur, ich weiß nicht, ob man es Strings oder Tangas nennt. Keine Ahnung, auf jeden Fall die Dinge, die im Arsch sind. Genau, die trage ich normalerweise, aber kannst du ja nicht machen. Oh, mein Fuß. Wenn du diese Riesenbinden hast. Deswegen war ich dann bei Primark und habe mir wunderschöne Unterhosen gekauft. Ja, sehr schön. Ich fühle mich echt dann, allein wenn ich so schon die anziehen würde, würde ich mir denken, ich habe eine Windel an. Aber naja, muss man halt durch, ne? Und ja, dann war ich noch bei H&M und habe mir Still-BHs gekauft. Alle eine Nummer größer, weil das ist jetzt, die sind halt auch, ich habe mir auch keine mit Push-Up geholt oder so. Weil ich mir denke, scheiß drauf, ob ihr meinen Nippel dann seht oder so. Ich habe ja eh Stilleinlagen drin. Und ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer für die Brustwarzen, wenn da einfach nur ein Stoff drüber ist, als wenn da nochmal so ein Polster ist. Wie, also ich trage auch so kein Push-Up, aber es gibt ja BHs, zum Beispiel so welche, die sind jetzt nur aus Stoff. Und es gibt ja welche, die sind halt, haben noch halt ein bisschen Polster. Und ich glaube, das drückt ganz schön. Deswegen welche aus Stoff. Genau. Ja, das war es eigentlich auch schon zu meiner Kliniktasche. Achso. Ja, der Rest, der schön weit weg. Ja, genau. Der Rest packe ich dann noch ein, so Essen und Trinken und sowas. Das muss ich jetzt noch nicht. Also greife ich mir eine Cola oder eine Wasserflasche und dann geht es. Ja, dann fangen wir mal gleich an mit meinem Schwangerschaftsupdate, denn da ich ja jetzt auch das mit dem Fuß habe, kann ich euch gleich erzählen, was mit dem Arzt ist. Und zwar, ja, wo soll ich anfangen? Fangen wir mal beim Thema Zahnschmerzen an. Ich habe euch ja schon mal in einem Video erzählt, dass ich beim Zahnarzt bin. Und ich kann euch nur sagen, es ist echt scheiße, wenn ihr schwanger seid, zum Zahnarzt zu müssen. Denn der Zahnarzt kann, selbst wenn er will, euch eigentlich nicht helfen. Denn ihr könnt nicht jedes Betäubungsmittel kriegen, denn es ist immer das Schwächere, weil eine Schwangere darf halt nicht so viel, ach, was weiß ich was. Und keine Ahnung, die Schmerzen einfach. Und dann hat der Zahnarzt immer Angst, ja, wegen dem Kind, das könnte ihm ja schaden. Man darf nicht geröntgt werden und was weiß ich was. Ja, bei mir ist es auf jeden Fall so, also ich kann das euch offen sagen. Man sagt ja oft, in der Schwangerschaft verliert man einen Zahn. Bei mir sieht es wohl auch so aus. Meine Zähne sind kaputt, bös kaputt. Also hinten die Backenzähne. Sie sehen katastrophal aus einfach und ich habe einfach so unendliche Zahnschmerzen hier oben gehabt. Bin ich zum ersten Mal zum Zahnarzt, gab es erstmal so ein Mittelchen von wegen, ja, vielleicht geht die Entzündung weg. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, bin am nächsten Morgen direkt wieder hin und ja, dann war es dann so, dass sie mir den Zahn aufgebohrt haben, den Nerv freigelegt haben, weil eigentlich sollte eine Wurzelbehandlung folgen, aber man kann schlecht eine Wurzelbehandlung machen, wenn man schwanger ist. Und selbst wenn man nicht schwanger ist, glaube ich, ist es echt der Horror, denn es tat schon wenigen dummen Zahn,
aufzumachen und an diesen Nerv zu kommen. Ich habe gedacht, ich sterbe. Und ich habe in diesem Moment zu meiner Zahnärztin noch gesagt, ich sage Ihnen Bescheid, was schmerzhafter war. Das mit dem Nerv oder eine Geburt. Da bin ich mal gespannt. Da hatte ich sie auf jeden Fall auf dem Laufenden. Denn das war wirklich schlimm. So, und ich bin auch ein richtiger Schisser beim Zahnarzt, gebe ich zu. Ich habe panische Angst. Am liebsten würde ich meinen ganzen Mund machen lassen per Vollnarkose. Ich hoffe, da kriege ich noch irgendwann jemanden dazu, dass der das mit mir macht. Ja, auf jeden Fall war das dann so, sie hat den aufgemacht und hat gesagt, ja, der Druck, also dieses Gas quasi, was sich gebildet hat, von dieser Entzündung muss erstmal entweichen. Dann sollte ich ihn eine Woche, habe ich ihn aufgelassen. Ich konnte halt dann nicht auf der Seite kauen, sondern nur rechts. Und ab und zu ist mir das halt mal passiert, dass ich dann links gehauen habe und dann bin ich vor Schmerzen aufgeschrien, aber dann ging es auch wieder. Und ja, dann auf jeden Fall bin ich wieder hin und dann hat sie gesagt, okay, alles klar, wir machen den jetzt zu mit Knete, dass der Druck, der kann natürlich trotzdem entweichen, aber der ist nicht komplett eingeschlossen und die Bakterien kommen da nicht so dran. Ich so, okay, alles klar. Das ging auch einen Tag gut, dann hatte ich wieder Schmerzen. Da habe ich gesagt, das gibt's doch nicht. Das wollte ich aber nicht schon wieder zum Zahnarzt gehen. Weil ich habe halt auch voll Angst, also dass ich da hingehe und es tut wieder weh. Obwohl ich ja so schon Schmerz... Ups, oh, Entschuldigung, ich habe so brennen, das ist so schlimm. Da kommen wir dann auch gleich zu. Auf jeden Fall ging es dann darum, ja, so Schmerzen gehabt. Ich Paracetamol geschluckt, darf man ja nehmen in der Schwangerschaft, allerdings sollte man nicht zu viel nehmen. Ich muss zugeben, in der Zeit, es waren 3 Tage, habe ich echt viel Paracetamol geschluckt. Ich glaube 3 oder 4 Tabletten am Tag. Und ich habe es dann aber auch gelassen, weil ich gemerkt habe, oh, Vanessa, hör einfach auf damit, das schadet ja auch deinem Kind. Ja, auf jeden Fall habe ich dann auch gehört, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das ist, wenn ihr nachts im Bett liegt. Ihr könnt euch eh schon kaum bewegen, müsst dann wirklich alle paar Stunden auf Toilette. Könnt nicht einschlafen, weil ihr Sodbrennen habt und euch davon übergeben. Ja, auf jeden Fall liegt ihr dann im Bett, habt so schon Sodbrennen, wo ihr euch nachts übergeben müsst und dann noch Zahnschmerzen und alles. Das ist echt nicht angenehm, absolut nicht. Ja, auf jeden Fall kann ich euch nur sagen, Zahnarzt und so, Schwangerschaft ist richtig, richtig beschissen gemacht. Ja, wie gesagt, zur Not muss ich halt in die Uniklinik und muss sie mir ziehen lassen, bevor ich, weil ich erst richtig behandelt werden kann nach der Entbindung. Oh, das hätte ich nicht machen dürfen mit dem Bein eben. Mein Fuß. Auf jeden Fall werden meine Zähne erst wirklich gemacht nach der Entbindung und ja, ich muss halt versuchen, jetzt damit auszuhalten und wenn es nicht geht, muss ich in die Uniklinik und die müssen mir helfen und wahrscheinlich den Zahn ziehen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die braucht ihr echt nicht, weil stellt euch vor, ihr habt Wehen. Okay, ich kann mir selber nicht mehr vorstellen, wie es ist, Wehen zu haben, weil man das noch nicht, also diese Wehen, weil man das ja noch nicht, ich habe ja noch kein Kind bekommen, aber ich kann es mir auf jeden Fall nicht gerade noch angenehmer vorstellen, wenn man dann noch Zahnschmerzen dazu hat. Genau, auf jeden Fall kommen wir dann mal zu dem nächsten Punkt und zwar, ich habe jetzt am Donnerstag endlich meinen Termin zur Fruchtwasserentnahme. Normalerweise sage ich da nicht endlich, aber Leute, ich platze. Ich habe so Schmerzen, das ist nicht mehr normal. Ich habe schon wieder so viel Fruchtwasser. Ich hatte ja schon vor 1,5 Wochen zu viel Fruchtwasser. Aber da ging es noch und da hat er gesagt, komm, vielleicht schaffen sie es ja in 2 Wochen. Dann können wir mehr abnehmen und vielleicht war es dann das letzte Mal quasi, dass ich Fruchtwasser entnehmen muss. Und ich habe so Schmerzen. Also ich kann nicht lange stehen, ich kann nicht lange sitzen. Selbst Videodreh ist für mich schon echt anstrengend. Ich müsste mich eigentlich schon wieder auf die Seite legen. Ja, weil dieser Bauch einfach so hart wird und so spannt und so drückt. Und ach, ich war im Dings in Loop 5 in Darmstadt einkaufen für meine Erstausstattung. Die DM-Produkte und Primark und H&M und nach jedem Geschäft, also ich war nicht in vielen Geschäften, ich war auch nicht lange in diesem Einkaufszentrum, musste ich mich hinsetzen. Es war einfach so anstrengend. Und ich habe mich echt gefühlt wie, keine Ahnung, die Leute haben mich angeguckt, als würde ich gerade mein Kind kriegen, weil ich da so rumgelaufen bin und so geschnauft habe. Denn bei mir ist es langsam auch so, dass ich Senkwehen habe und ich weiß nicht, ob das Senkwehen sind, was das andere ist. Auf jeden Fall ist es ganz lustig, also was heißt lustig? Es tut schon weh. Aber ich bin gelaufen und bei mir sticht es da unten rum halt. Wie als würde man mit einer Nadel unten reinstechen. Aber so ein bisschen, jetzt nicht ganz unten in die Mumu rein, sondern so bis schon unter Leib, aber innen. Jetzt würde man mit einer Nadel so reinstechen. Ich so, oh Mama, Mama. Sie so, was denn? Ich sag so, es sticht. Und ich lach so, ne? Sie so, wie es sticht? Jetzt sag mir nicht, dass die Kleine kommt. Ich sag so, nee, sie kommt nicht. Aber es ist so ein ganz komisches Gefühl. Ich habe das mir im Moment öfter.
Aber meine denk mal, dass es so ja, bedeutet, dass sie halt auf den Gebärmutterhals drückt, weil sie jetzt auch viel Gewicht ist wegen dem Fruchtwasser und dass sie sich halt in, da unten sich schon mal so ein bisschen einnistet, was ja ein gutes Zeichen ist. Und ja, auf jeden Fall sticht es dann und es piekst dann halt schon manchmal ganz schön. Ich habe dann auch öfter Wehen, veratmen muss ich jetzt noch nicht. Ich kann dann sie einfach normal aushalten und einfach so, ich halte jetzt nicht die Luft an, aber ich kann auch normal reden und so. Tut schon, es tut nicht weh, ist unangenehm, aber auszuhalten absolut. Und ich habe jetzt eh verstärkt Wehen wegen diesem Fruchtwasser, deswegen muss es jetzt halt auch so schnell wie möglich abgepumpt werden, weil sonst halt Frühgeburt, ne? Deswegen darf ich mich auch nicht viel bewegen jetzt im Moment in den Tagen, kann ich jetzt sowieso nicht mehr mit diesem Fuß, dass ich einfach nur zur Ruhe mich hinlege, ins Krankenhaus gehe, genau. Dort muss ich dann auch über Nacht bleiben, denn ich bin gerade in der Woche 32 plus 4 und wenn ich dann dort ins Krankenhaus gehe zu dieser Fruchtwasserentnahme, bin ich 33 plus 1 und da die Gefahr halt dann eher besteht, dass das Kind zu früh kommt, muss ich über Nacht im Krankenhaus bleiben, damit, falls was ist, ja, alles abgeregelt ist. Genau, ich habe dann auch am 12.2. habe ich Termin in meinem Krankenhaus, wo ich entbinde. Da habe ich eine Kreißsaalbesichtigung, die geht 2,5 Stunden und einen Informationsabend und danach melde ich mich dort auch an, dass die Bescheid wissen, dass ich dann da ein bisschen wohnen werde. Und ja, meine Kleine hat jetzt beim Frauenarzt, wie hat sie gewogen, wann hatte ich den Frauenarzt, ich glaube von, ich sag mal, circa einer Woche, da hat sie 1700 Gramm oder so hat sie gewogen. Und ist alles gut soweit mit ihr. Halt den Umständen entsprechend, ne? Aber sie ist fit auf jeden Fall, sie tritt mich und sie macht und tut. Und wo ich auch auf diesem Zahnarztstuhl war, die hat getreten, das hat sogar meine Mutter gesehen. Ich so, oh mein Gott, das hat ihr ja gar nicht gefallen. Ich dachte so, nee, glaube ich. Ich glaube, die hat auch gar keine Lust mehr eigentlich immer im Bauch zu sein, weil ich glaube, die hat mehr Schmerzen, wenn sie da drin ist, als wenn sie draußen ist, was ich mir hier immer alles antue. Aber ja, da muss sie durch. Ich hoffe, sie verkraftet das und ja, ist auf jeden Fall echt anstrengend. Genau, auf jeden Fall, was kann ich euch noch erzählen? Ärzte, ja, das war eigentlich jetzt erstmal so grob die Themen, die jetzt kommen. Genau, ich mache euch dann nochmal ein Update wiederum, wie es war mit diesem Fruchtwasserentnahme und im Krankenhaus und so. Und ja, wie dann auch die Kreißsaalbesichtigung war, werde ich dann, denke ich, mal erzählen. Das ist dann schon ganz spannend. Und ja, ich bin jetzt auf jeden Fall, ich wiege jetzt, ich glaube jetzt, also vor einer Woche habe ich 70 Kilo gewogen. Angefangen habe ich mit 61 Kilo. Das heißt, ich habe jetzt 9 Kilo zugenommen, aber wenn ihr überlegt, ich habe allein 3 Liter Fruchtwasser in mir, wo man normalerweise nur 1 Liter hat circa, habe ich gerade 3 Liter, also 3 Kilo Fruchtwasser, das heißt, wieder abgezogen, ne? Dann sind wir auf 67, dann wiegt das Kind fast 2 Kilo. Also ich habe nicht viel zugenommen, da wiege ich 65, also habe ich gerade mal 3-4 Kilo oder so zugenommen, was so das mein Gewicht angeht. Deswegen voll wenig. Dehnungsstreifen haben sich meine erweitert, die ich an der Seite schon vor der Schwangerschaft hatte. Die sind ein Stück weiter gerissen, aber vorne nichts. Mein Bauchnabel, der ist eigentlich ein sehr tiefer Bauchnabel, aber der guckt jetzt immer so komisch vorne raus. Das sieht so richtig ekelhaft aus. Aber ich zeige euch jetzt auf jeden Fall mal auf meinen Bauch, damit ihr auch ein Bauch-Update habt. Denn ich bin jetzt ja so. Genau, das ist die kleine Maus. Klein ist gut, ne? Ihr müsst euch einfach mal vorstellen, wie viel Fruchtwasser da drin ist und wie schwer das einfach ist. Rückenschmerzen habe ich noch keine. Aber ich habe auf jeden Fall Sodbrennen extrem stark. Also ich musste mich jetzt auch vor 3 Nächten oder so musste ich mich übergeben. Richtig heftig. Milch schießt immer mehr ein. Also die Vormilch, meine Brüste jucken. Boah, bestialisch. Ich muss immer hier kratzen. Einfach. Oh. Und ja, auf jeden Fall war es das soweit. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Ich auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nicht. Mein Fuß bringt mich nämlich gerade schon wieder um. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Also okay, wenn das Video online kommt, ich weiß nicht, wann es online kommt. Ich versuche es jetzt zu schneiden und jetzt dann auch dann hochzuladen. Jetzt ist gerade, damit ihr Bescheid wisst, wann ich dieses Video drehe, wir haben gerade, was ist denn heute für ein Tag?
Da ist schon die Schwangerschaftsdemenz. Das habe ich auch übrigens. Wir haben heute Samstag. Genau. Und werde dann während dem Dschungelcamp so ein bisschen was schneiden, weil es kommt jetzt auch so in der nächsten Stunde, müsste Dschungelcamp anfangen. Ich bin ja ein großer Fan von Dschungelcamp. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wen ihr so absolut gar nicht leiden könnt. Ich kann euch nur sagen, der Matthias regt mich so sehr auf. Oh mein Gott, ich könnte ausrasten. Aber anderes Thema. Falls ihr da mehr mal über meine Meinung hören wollt, schreibt mir einfach in die Kommentare. Auf jeden Fall Dschungelcamp, genau, dann schneide ich ein bisschen und dann hoffe ich, dass es heute Nacht, morgen früh oder so schon online kommen kann. Ja, auf jeden Fall, dann hat Spaß gemacht, mal wieder in die Kamera zu reden und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend, genießt das Dschungelcamp und stürzt euch nicht eure Füße, denn das tut weh, Leute. Macht's gut!